Morgen. Ja, ich wollte mal die neue Webcam testen. Mal sehen, ob es damit jetzt besser ist. Oh, ein Silbercontainer für $150. Das machen wir doch glatt. Egal, komm, weg mir die Dublonen. Und den holen wir uns auch kostenlos ab. Yay! Ja, jetzt seht ihr mich auch, ne, in Full HD, auch wenn ich die Qualität nicht unbedingt besser finde, muss ich wirklich sagen. Aber das leidige Problem an der Logitech ist eben halt einfach, der fehlt einfach der Anschluss für ein Dings. Und sie ist zu groß. Sie hat zwar das, was über den Monitor rüberhängt an sich, also an was über den Rahmen vom Monitor kommt, ist grundlegend größer als, ne? Aber die Kamera an sich, und die verdeckt dann eben halt, wenn sie so eingestellt ist, leider, leider, leider alles. Okay, das hat sich definitiv nicht gelohnt mit 150 Dublonen, egal. Wir wollen ja noch ein bisschen Geplänkel erspielen. Wir brauchen noch, wir haben vier Versuche haben wir noch. Mit irgendwelchen wilden Schiffen. Ich habe nochmal Bock, das mit dem Spanier auszuprobieren. Nochmal 2 Punkte zu machen. Wo ist er, der Spanier? Ganz am Ende. Aufpassen nicht, dass wir die St. Martin nehmen. Die zählt er nämlich nicht rein. Jetzt weiß ich auch, womit ich mir ins Knie geschossen habe. Das war die St. Martin. So, besser, ja. So sieht man noch ein bisschen mehr von meinem stählernen Body. Ne? Ja. Passt schon. Ja, das ist eine nette Spende gewesen. Ne? Sonst könnte ich mir das nämlich momentan auch nicht leisten. Und würde es mir auch nicht leisten. Also. Das war eine Spende auch zum Bewerben und von meiner lieben, lieben Freundin. Und dementsprechend ist die Webcam jetzt da. Und ein großer Vorteil, das ist ein Gummipropfen, ne? Da kann man einfach so machen und dann ist dicht. Ne? Ätsche. Auch das geht. So, da wollen wir sehen, ob wir noch ein bisschen was erreichen. Hier wieder ein paar hier umschalten. Wir müssen so. Ich muss zusehen, dass ich den Kapitän noch ge. Ich liebe ihn. Dass wir den Kapitän auch gepimpt kriegen. Ich glaube, wir hatten letztens auch wieder irgendwo Kapitän-CP. Boah, Frau, quatsch nicht so viel. Also, ich muss es definitiv nicht sagen. Wir können nochmal ausprobieren mit Gegenlicht. Also, das ist verstecktes Gegenlicht. Mal sehen, ob das besser wird. Nein, das wird auch nicht besser, oder? Nö. Nö, nö. Nö, nö. Ja, und heute habe ich mal das große Mikro wieder am Laufen und nicht das Headset. Damit ich den schönen Stereo-Sound kriege. Macht ja wesentlich mehr Laune. Was ich irgendwie merkwürdig finde, ist, dass man hier nicht ins Bild auch reinzoomen kann. Das finde ich irgendwie schon merkwürdig, beziehungsweise einfach einen Ausschnitt wählen kann von der Kamera. Ich kann zwar die Größe bestimmen, aber ich kann den Ausschnitt nicht wählen. Das finde ich ein bisschen schade. Aber gut, gibt halt nicht immer alles. Oh, das ist auch so eine Erinnerung mit, gibt nicht immer alles. Das waren schöne Zeiten. Extra ein bisschen verrissen. Würde mir die Kremlin gleich schon mal zu Anfang ein bisschen brennen kann. Tut sie natürlich nicht. Aber über 1100 Punkte. Oh, eine Stalin gerade auch dahinter. Das macht nicht so wirklich Laune. Aua, 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 aua. Wen haben wir hier? Wir haben eine Abi Amato. Was nichts Gutes verheißt, weil sowas heißt ja auch oft. Spielt jemand Unerfahrenes.
Boah, jetzt kommt hier auch noch jemand. Wer hat mich denn jetzt hier aufgedeckt? Ist hier eine U-Boot oder was? Nee. Shit. Ah, Papa? Wo ist ein Papa? Attago, das war ja wohl nichts. Ah, hier. Da will sie eine Groningen verewigen. Das könnte gleich wehtun. Zum Glück hat sie nicht zielen können. Unsere Harle war ja richtig gesch. Alter, die schießen alle aus Hinterhelden hier. Sie macht echt hier tricky Game, okay? Dann nehmen wir so. Das ist aber tricky Game. So. Atago, das war nicht so schlau. Das war nicht so wirklich schlau. Das war jetzt alles andere, aber nicht wirklich schlau. Du willst mir ernsthaft erzählen, ich habe hier noch eine zweite Dings gesetzt. Eine zweite Zita gesetzt, aber ich habe sie nicht gekillt, okay? Kann man mal so machen. Wenn ich das gewesen wäre, ne? Ja, Tago, schieß ab. Ich glaube, man muss einfach Radio umschalten. Ja, Radio umschalten. Was soll der Geiz? Sie parkt schon. Automatisch. Festgefahren. Okay. Ja, da hilft dir das beste Schiff nichts. Wenn du dich festfährst, fährst du dich halt fest. Und bist ein willkommenes Ziel für jeden. Bisschen genauer könnte sie doch werden, ne? Warum treffe ich sie nicht damit? Treffe ich sie damit jetzt nicht? Mann! Jetzt ist sie genau in dem Moment ist sie 1 Millimeter aus meiner Dings raus, oder was? Und wir haben unser Ab Yamato verloren, oder was? Ne, wo ist sie hier hin? Da. Ich will die Schlieben haben. Ich will nicht, dass sie hier wegkommt. Die Golden Leo bleibt da wieder stehen.
Das gefällt mir gut. Das hat mir jetzt auch nicht so weh getan. Wie auch immer sie das jetzt geschafft hat. Die Schlieben lebt ja immer noch, Leute. Ja, Karl Johann, du gehst mir ganz schön auf den Sack. Die Kreml traut sich aber auch nicht mehr zu schießen, ne? Weil sie Schlachtfeld ist, kann sie alles machen. Aufpassen, das ist ein Kremlin-Schuss. Ja. Das ist ein Kremlin-Schuss. Aber voll daneben gesetzt, die liebe Kremlin. Oh, Alter, wir haben schon wieder die halbe Mannschaft verloren, Alter. Ich glaub es nicht. Ich glaub's echt nicht mehr. Also wirklich. Ah. Dann bin ich schon wieder zu weit weg. Ah, was haben wir denn schon wieder alles verloren? Oh, Alter, also wirklich, wirklich, wirklich starke Schiffe. Wir haben hier echt alles verloren. Oh, super, echt. Ist ja grandios, dieses Team mal wieder. Wo ist denn die Johann jetzt hin? Wo ist denn jetzt die Johann hin? Ah. Oh nein, das nicht auch noch. Ey. Da breche ich doch die Fröcke, echt. Also wirklich. Boah. Alter, also wirklich. Ja, so kann man dann auch keine Punkte machen. Nein, da muss man sich dann nicht wirklich wundern. Da kriege ich dann echt. Da kriege ich das kalte Kotzen. Also wirklich ganz gefliegt, aber. Nee, geht gar nicht. Herzlich willkommen, heimlicher Zuschauer. Kleiner Papagei, der auf dem Haken auf der Schulter sitzt, oder wie das hieß. Damals beim Mirko Nonchef. Gott hab ihn selig. So, 9 Container. Wow, und schöne Bonis dazu. Das klingt gut. Das klingt nach fair. Hier kommen blaue Bonis, ne? Ja, oh, schön, da kommen mal wieder ein paar blaue Bonis ran. Hier unten auch noch. Ja, wir nähern uns. Wir sind immerhin schon auf Stufe 22. Ja. Herzlich willkommen. Mein heimlicher Zuschauer, immer und immer wieder kommt diese Person und lächelt mich an. Ja, grundlegend wäre das jetzt gar kein Problem, diese 1100 Punkte zu erfüllen, wenn man nicht jedes Spiel einfach durchgehend verlieren würde, weil das Team scheiße ist, ne? Würde schon gehen. Aber ist das Team scheiße? Trinke ich eine Berliner Weiße? Es reimt sich zwar, aber es ist nicht logisch. Aber das auch ist wieder egal. So, du, 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 so, du. Dann versuchen wir jetzt gleich nochmal eine zweite Runde damit. Kann ja nicht angehen.
So. Heute habe ich wieder die genialste Idee gehabt, die ich haben konnte. Ich habe noch eine Rücksendung gehabt und dachte so, Mensch, gleich bringt ja DHL ein Paket, da kann ich ihm das andere ja gleich mitgeben. Das ist so praktisch. Echt schön. Und wie gefalle ich euch jetzt so in Full HD? Ach nee, das ist ja die Person ohne Sprache. Die kann ich ja nicht fragen. Die chattet ja nicht, die macht ja gar nichts. Die glotzt immer nur heimlich zu. Und sagt, hallo, ich bin der heimliche Spanner. Der Spanacke. Ja, so, dann schau mal, da guck, wie es weitergeht. Wen haben wir hier noch? Ah, der neue S-Sander. Hat schon einer richtig Geld ausgegeben. Okay. Das wird schon wieder nichts. Wir stehen schon wieder auf der Scheißseite, wo wieder keiner ist. Und hier kommt auch wieder keiner rüber. Oh, ich liebe diese Tastatur über alles. Ich muss es wirklich sagen. Das war der beste Kauf meines Lebens. Und das für 35 Euro oder. Nee, ich glaube sogar, ich habe sogar nur 30 Euro bezahlt. Siehst du? Borgogna hat sich entschieden, hierher zu kommen. Das ist doch nett. Das ist doch nett. Schon mal anschalten. Na, da ist schon nämlich schon wieder irgendwo einer. Ich wusste es. Und ich werde jetzt hier gar nicht hinterfahren, weil das leidige Problem ist, wenn ich dahinter fahre, kann ich niemanden protektieren. Den kommen wir noch nicht ran. Ah, das war die Machso. Nicht weit genug vorgehalten? Doch. Nein. Aber jetzt ist sie halt weg. Jetzt ist sie weg und ich bin wieder allein, allein, oder wie war das? Da muss ich mit den Wänden hier aufpassen. Nicht, dass ich mir gleich selbst ins Knie schieße. Ich bin aufgedeckt. Das Problem ist, jetzt kommt mein Zerstörer hier links. So nicht, mein Freund. Wie war das denn mit dem Festfahren erst? Bah, scheiße, und da schießt einer aus dem Nebel raus. Jetzt kann ich aber nicht lang, bald nicht mehr offen sein. Scheiß des Moins. Ja, mein Freund, so nicht. Sollen wir nochmal drüber nachdenken? Da will ich nochmal drüber nachdenken. Da steht aber noch einer, der die ganze Zeit ballert. Ah, was ist denn das für eine Pest? Das könnte ein neuer Sashimi sein. Ja, jetzt von allen Seiten. Es gibt kein anderes Schiff mehr, ne? Es gibt kein anderes Schiff mehr, ne? Ja, so passiert das immer.
Iowa. Das ist eine Gehring gewesen, okay. Das meinst du, nervst sowas von gewaltig. Totlachen, wenn ich sie jetzt treffe. Ah, Desmoins, Alter. Du stehst so bescheiden. Ja, wieder vorwärts fahren. Das hilft nichts. Scheiße, nein. Rückwärts, 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 rückwärts. Schau mal, wer. Bullshit. Alter, wie knapp war das jetzt? Bisschen vorfahren, damit ich die Iowa auch noch beschießen kann. Dich da am Monitor ran, ne? Jung. Die Desmonds kommen wir leider nicht an. Was auch nicht das Wichtigste ist. Das ist gar nicht der gewesen, den ich haben wollte. Den wollte ich haben. Ah, jetzt habt ihr so viel genebelt, dass ihr nirgendwo mehr rankommt. Das ist zwar nett, euch sieht man nicht mehr, aber ich sehe eben halt auch nichts mehr. Aber nett. Ja, die haben noch zwei und das sind genau die Marceau und die Neustrachimi. Ja, super. Yeah, Alsace. Du bist gerade ganz beliebt hier. Ungefähr so wie Fußpilz. Und brennt schon wieder. Das finde ich sehr schön. Hätten wir so eine hier lang, aber die, also die hat eh nur 16,9. Das ist halb so wild. Durch was bin ich jetzt wieder aufgedeckt? Geht's noch? Ah, die Masu schon wieder. Das muss aber jetzt auch mal bald ein Ende haben. Nein! Nicht getroffen, Ei gesoffen. Und diese. So, die nächsten gehen eine AP jetzt auf die Desmonds. Jetzt reicht es mir bei den Desmonds. Jetzt sehe ich die wieder nicht mehr. Ach du Scheiße. Guck mal, wer da hinten ist. Ja, auf 17,9. Steht da nochmal mit AP auf 17,9. Alter Desmoins, du gehst mir so dermaßen auf den Sack. Ist kein anderes Ziel. Schon mal unser Schlachtschiff gesehen. Und wieder nicht getroffen, mein Freund. Ah, doch. Können wir F anschalten. Natürlich, dann wird er dann unsichtbar. Manchmal
Manchmal möchte ich schon mit dir, ne? Oder wie hieß das, dieses Lied? Ja, irgendwie schon, ne? Die ist jetzt einen Millimeter zu weit weg. Wer braucht Hilfe? Wobei brauchst du jetzt Hilfe? Wir haben ja auch Schiffe, also schon mitgekriegt? Macht endlich diese Desmoins platt. Reicht's mir hier. Nicht getroffen, voll daneben. Okay. Gut, Borgonia und ich, jetzt räumen wir hier auf. Na, das war jetzt ein bisschen zu weit vorgefahren, mein Freund. Ich liebe die F-Funktion dieses Schiffs. Ah, shit. Das war jetzt mein Fehler. Alter, Borgonje, du frisst jetzt nicht die Torps von der Kleber, von der Masso, oder? Doch, und stirbst da dran. Okay, gut. Alter, man glaubt es nicht. Borgonje, du hast so gut gespielt. Schon Geschichte. Gut. Ach, und ja, wir sind aber trotzdem absolut im Rückstand. Die haben noch zwei Schlachtschiffe. Da nehme ich auch gleich mal die Dingsfunktion. Weil dann bedienen wir hier der nicht mehr offen und 10.000, ne? Aber verlieren werden wir es trotzdem wieder. Wie konntest du mich denn jetzt sehen? Schade, dass ich meine Tops nicht auf der Seite habe. Schaffe ich nicht, okay. Was bin ich denn schon wieder? Ach, weil die Masso wieder irgendwo hinter mir ist. Kurz mal dafür sorgen, dass, wenn sie mich besuchen kommt. Alter. Ich bin schon bewusst, was ich anrichte, wenn ich die treffe, ne? Aber jetzt kommt erstmal ein wichtiges Schiff hier. Wer hat denn... Achso, das war der Kurfürst. Ist jetzt eh egal. Ist jetzt eh egal. Na, was willst du da machen? Die Bourgogne, ach, was Überraschung, da fährt ein Zerstörer die ganze Zeit rum. Hallo, ich möchte Torps fressen. Zerstörer, schick mir bitte Torps. Ich fahre extra dicht an dich ran, damit auch deine 9 Kilometer Torps dich treffen. Ach so. 8 Kilometer sogar nur, oder? Ich weiß es jetzt gar nicht. Aber die haben eh zwei Caps. Noch stehen wir zwar im Vorteil, aber ja. Ah, ist einfach egal. Es ist einfach egal. Und es sieht verdammt nochmal schon wieder, ich weiß nicht wie oft so aus. Jetzt verlieren wir den letzten Cap auch noch. Nur keine Gedanken mehr drum machen. Das können wir gar nicht mehr gewinnen. Was unser Vampire hier hinten macht, weiß ich wahrscheinlich selbst auch nicht so ganz genau, oder?
wo sie ihre Torps auch hingeschickt hat, keiner weiß es. Da hinten gibt es jetzt Neustrashimi gegen Neu. Boah, das ist ja ein Duell. Ne, das ist eine. Doch, Neustrashimi gegen Neustrashimi. Ja, ja, gut, aber unsere ist auch schon wieder mehr als kaputt und da hinten schießt die Masode neben halt auch noch mit. Die trifft auch keiner mehr, vor allem nicht mit den weitreichenden Dings. Ja, gut. Das war's dann. Joa. What shall I do to the drunken DJ? No? What shall we do with the drunken DJ? Ja, die vernichtest du doch jetzt. Worauf schießt du denn jetzt? Ja, das war doch sogar mal ein Treffer. Ja, in 5 Minuten. Willst du überleben? Nun lass sie doch einfach wegknallen hier. Warum fährst du denn auch weg? Oh, jetzt nebelst du auch noch. Digga, lass dich doch einfach wegknallen. Wir wollen die Ausführung sehen und mehr wollen wir nicht sehen. Die dämliche französische Marceau kriegst du so nicht mehr weg. Ja, siehst du, da hat dich nochmal einer getroffen. Trotz Nebel. Ist völlig egal, die treffen dich trotzdem. Das macht keinen Spaß. Das ist, ich weiß nicht, wie die jetzt mittlerweile die Dinger zusammenwürfeln. Ich kann es nicht mehr begreifen. Ich kriege es nicht klar. Das macht einfach keinen Spaß mehr. Oh, 4691 habe ich keinen. Nicht mal auf 1000 gekommen. Obwohl ich mir so den Arsch aufgerissen habe. Ich weiß nicht, ich habe jetzt in der Geplänkelzeit 4 Runden mit dem Ding gespielt und jede Runde verloren. Das liegt aber gar nicht daran, dass wir, wie gesagt, dass wir schlecht spielen oder dass ich schlecht spiele oder irgendwie, dass ich, ja, am Anfang hätte ich jetzt da nicht gegen den Dings fahren müssen. Aber ich meine, 115.000... Na gut, da nur 60.000. Aber man gewinnt einfach nicht mehr. Und das. Nee, 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 nee. Jetzt habe ich schon 2 stille Zuschauer. Auch schön. Eigentlich der ideale Grund, den Stream zu beenden. 159.000, da können wir dann gleich nochmal eine Stufe ziehen. Dann müssen wir uns nochmal überlegen, was ist das hier eigentlich? Triggerzinner, Panzerdurchschlagkraft. Die waren wahrscheinlich gerade vor Anwendung. Zum die Sprengung vor Anwendung ist um die Hälfte verringert. Hä? Muss ich nicht begreifen, oder? Also, Panzerdurchschlagskraft der Hauptbatterie Sprenggranaten. Plus 25. Aber vorher wird die Brandwahrscheinlichkeit um die Hälfte verringert. Wir haben sowieso schon eine bescheidene Dings. Na gut, wird auch nicht empfohlen, logischerweise. 18%, ja, ne, würde ich ja nie machen. Aber den hier wollen wir auf jeden Fall. Schwere AP-Granaten. Den brauchen wir auf jeden Fall, aber da komme ich jetzt natürlich nicht hin. 189.000, das dauert noch einen Moment. Was sagt ihr dazu?
Ja, ich musste sie da hinstellen. Das ist alles andere ist nervig. Das ist. Ich hatte sie oben auf dem Monitor, aber die bei der Kreativ geht es, die hängt nicht über die Halterung rüber. Aber die Logitech war halt größer als die Halterung und hat dann eben halt oben zum Beispiel die Schiffe verdeckt. Das war schon ein bisschen doof. So, Werft. Wollte ich gar nicht. Was gibt es denn da als nächstes? Gibt es grüne Bonis? Okay. Dann nochmal grüne Bonis und dann gibt es besondere Bonis. Okay. Okay. Kampfaufträge mal kurz angucken. Gefechtspass, ja gut, da brauchen wir nicht ganz so viel. Das könnten wir heute im Laufe des Tages noch schaffen. Das werde ich nicht schaffen, weil ich gewinne ja kein Gefecht mehr. Da kann ich wahrscheinlich nur noch Koop-Gefechte spielen. Ich wüsste sonst nicht, wie ich es machen soll. Wie gesagt, gestern 10 Gefechte, glaube ich, oder was, nicht gewonnen. Eins gewonnen, glaube ich. Und heute bisher 6 Gefechte und nicht eins gewonnen bisher. Ja, gut. Ja, auch da ist eben halt das Ladeproblem. Ja, gut, kann man eben halt auch mit dem Zufall. Nee, kann man eben halt nicht. Kann man halt nicht mit dem Blödgefecht lösen, das Problem. Was gibt es da schon wieder Neues? Warum, mit was macht ihr jetzt schon wieder Werbung? Ach, diese tollen Marken, ne? Ja. Diese tollen Marken. Marken. Aber ich habe noch keine Marken. Aber ich könnte mir natürlich für 8,23 50 kaufen. Ich könnte mir allerdings auch eine Frikadelle ans Knie nageln. Das wäre ungefähr genauso effektiv. Wo ist denn eigentlich dieses neue Schiff hingewandert, was er gerade schon wieder nicht mag? Dementsprechend müsste ich es ja eigentlich mögen. Fahrt ist Vorschrift. Das ist die komische Dings. War da aber nicht. War jetzt nicht eigentlich auch die Dings dabei? Kann man die nur über Container gewinnen? Achso, die kann man gar nicht kaufen. Das heißt, man müsste 31 mal 2000 ausgeben. 31 mal 2000. Rechnen wir mal. Sind wir schon da? 62.000 Dublonen. Ja, nö, ist klar. Bei meinem Glück wäre die definitiv im letzten Container drin, immer. Ja, gut, wir wollen uns nicht beschweren, das ist auch ein Zehnerschiff gewesen, ne, oder? Das war jetzt ein Zehnerschiff. Ne, 9er sogar nur. Stellt euch das mal vor. Also, wenn es im ersten Paket drin gewesen wäre, hätte ich es natürlich auch gemacht. Es soll ja angeblich Lacker geben, die das tatsächlich im ersten Paket drin gehabt haben. Dann würde ich sofort machen. Ohne Frage. Das ist die komische Auktion, die keiner braucht. Toll ist auch immer, dass es dann keinen Zurückbutton gibt. Da hat auch wieder einer so richtig nachgedacht. Den möchte man auch mal einfach mit der Gusseisernen so richtig einen vors Gesicht verplätten. Da gibt es hier diese sinnlosen Luftversorgungscontainer, mit dem man irgendwelche komischen Achter rausziehen kann, mit viel Glück. Also nur Flugzeugträger. Das wäre ja für mich so gar nichts. Das ist dann der nächste Punkt. Das wäre auch schon wieder so überhaupt nichts für mich. Ja, jetzt haben wir das war's. Okay, das sind die Aktionen, die es gerade gibt. Hier müssen wir ja noch warten, bis wir die Dings. Achso, hier, das ist. Die Auktion ist der Hammer. Also erstmal, wie man sich so eine Flagge ersteigern kann. Ja, ich habe auch auf meinen Schiffen die Hamburg-Flagge, beziehungsweise wenn ich dann selber spiele, wenn ich zwei Flaggen raufsetzen kann, mache ich auch meine Dings hier rauf. Hier geht es nicht, hier ist nur die Hamburg-Flagge, die mache ich immer als erstes drauf, weil das ist einfach meine gebürtige Heimat oder wie auch immer man das nennen will. Ansonsten mache ich eben halt noch die Jahr des Hundes drauf, weil das passte bei mir auch perfekt, weil ich eben halt Jahr des Hundes bin.
Aber ganz ehrlich, wer sieht denn das? Und wen interessiert das? Ich habe da beim Feind noch nie drauf geachtet, was der für Flaggen drauf hat. Noch nie. Da habe ich noch nie hingeguckt. Aber ich glaube, der größte Hammer ist, das finde ich sowieso immer noch, das wird jetzt der Lacher zum Schluss. Dafür gebe ich 200 Dublonen aus, dafür, dass das Schiff frisch gestrichen ist oder all ist. Nö, da bleibt es all. Na, ja, hier geht eben mal noch eine rauf. Früher war das mal was Besonderes, da konnte man das irgendwie erspielen, dass man in einem Schiffszweig, also einem Land, dann zwei Flaggen drauf kriegt. Boah, und da habe ich nur gedacht, wow, ja, das ist wirklich wichtig, hier, Jahr des Hundes. Naja. Egal, ich danke euch fürs Zuschauen, sage Tschüsskins ohne Küsskins und ja, bis demnächst vielleicht mal.